Und da darf ich jetzt den Politologen Heinz Gärtner neben mir begrüßen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Schönen guten Abend. Die Lage in der Ukraine ist nach wie vor angespannt. Russland hat die Angriffe wieder intensiviert. Was ist jetzt davon zu erwarten? Also russische Analysten sprechen jetzt von der letzten großen Schlacht. Fälschlicherweise, das ist eine falsche Annahme, die wird es nicht geben. Aber das wird die russische Propaganda sein in den nächsten Tagen bis zum 9. Mai, wo es ja diesen großen Feiertag gibt, sie über Nazi-Deutschland. Und da muss Putin auch der Bevölkerung was vorweisen können. Deswegen spricht man jetzt von dieser großen Schlacht, aber das wird es deswegen nicht geben, weil natürlich die Ukraine weiterhin Widerstand entgegensetzen wird. Die Angriffe, die wir jetzt sehen in Donbass und auch auf Mariupol, das soll jetzt dann gut verkauft werden. Nach Clausewitz, dem Theoretiker, dem Kriegstheoretiker des 19. Jahrhunderts, der hat gesagt, also ein Krieg ist erst gewonnen, wenn der Wille des Gegners gebrochen ist. Und der Wille der Ukrainer ist nicht gebrochen. Das ist ein permanenter Widerstand. Das heißt aber auch, der Krieg wird sich hinausziehen. Und es wird für Russland keine gute militärische Lösung geben, auch nicht auf die lange Sicht. Das heißt, es wird nicht die letzte Schlacht werden. Der Krieg wird sich hinziehen. Und es gibt wahrscheinlich keine gute militärische Lösung für keine Seite. Wenn es nicht zu einem Friedensschluss kommt, es kann natürlich auch sein, dass Russland versucht, jetzt den Osten und den Süden militärisch abzutrennen. Dann kommt es aber zu einer permanenten Teilung der Ukraine, was keine gute Lösung für die Ukraine auch nicht ist. Also das könnte man unter Umständen mit auf dem Verhandlungstisch auch noch lösen und eine bessere Lösung für die Ukraine bekommen. Obwohl es natürlich mit jedem Tag des Kampfes werden diplomatische Lösungen schwieriger, desto dringlicher sind sie auch. Was denken Sie, wie lange kann die Ukraine noch durchhalten, auch was die militärische Ausrüstung hier betrifft und natürlich auch Russland? Hier hört man natürlich auch immer wieder, dass die Russen am Ende sind, dass auch ihnen die Waffen ausgehen. Was denken Sie? Also es ist auch eine falsche Annahme zu glauben, also die Ukraine wird militärisch gegen Russland gewinnen und Russland wird die Truppen abziehen, auch aus dem Donbass und der Krim. Das wird Russland nicht tun. Russland hat Reserven, wenn es auch jetzt militärisch vielleicht nicht so beeindruckend ist. Es wird die nächste russische Welle kommen und die nächste russische Welle. Und es wird immer schwieriger werden, militärisch für die Ukraine da etwas entgegenzusetzen. Wir hören also sehr unterschiedliche Signale aus den Medien, aus Russland. Und da steckt sehr viel Propaganda natürlich auch dahinter. Einerseits hören wir, die russische Armee ist so schwach, dass sie jetzt bald vielleicht kollabiert, weil die Logistik, der Nachschub fehlt. Andererseits hört man, Putin wird jetzt sozusagen die Nachbarländer angreifen. Das passt nicht. Also das geht nicht zusammen. Beide Positionen geht nicht. Deswegen muss man eigentlich sehr, sehr vorsichtig sein. Und man muss auch unterscheiden in der Sicherheitsanalyse zwischen Absichten und Fähigkeiten. Wir können nicht in den Kopf von Putin hineinschauen. Viele versuchen das, ich kann das nicht. Die Absichten kann man nicht wirklich wissen, will er sich weiter ausdehnen, will er. Aber die Fähigkeiten kann man analysieren und tatsächlich hat er nicht die Fähigkeiten, Nachbarländer, also NATO-Länder anzugreifen. Russlands Militärausgaben vor dem Krieg waren 6% von denen der NATO, also er wird keinen Krieg gegen die NATO gewinnen. Allerdings sagen viele, Putin wird nicht nachgeben. Und wenn Putin nicht nachgibt und es wirklich zum Krieg zwischen NATO und Russland kommt, wird Putin zum Letzten greifen. Und das Letzte wäre natürlich Nuklearwaffen. Das heißt, man muss alles auf eine Verhandlung setzen, damit es nicht zu dieser Zuspitzung kommt. Der russische Präsident Putin droht ja auch immer wieder mit Konsequenzen weltweit. Wie ernst sind diese Drohungen zu nehmen? Also Russland wird nach dem Krieg und nach den Sanktionen reduziert werden auf eine sehr schwache Macht, Nuklearmacht, die zurückgeworfen ist auf einen Zustand wie etwa in den 90er Jahren, wo Russland also nach der Auflösung der Sowjetunion
sehr schwach waren. 40% des Bruttosozialprodukts sind eingebrochen, 40% Inflation hat es gegeben. Und das ist sozusagen die Perspektive, vor der jetzt Russland steht. Also weltweite Konsequenzen wird es da keine geben, aber die weltweiten Konsequenzen, wenn man das sehr dramatisch interpretieren will, das sind das die Nuklearwaffen. Und das kann man nicht, das kann die Welt nicht hinnehmen. Der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres wird nach seinem Besuch in Moskau auch in die Ukraine reisen und dort auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Was ist von diesem Treffen zu erwarten? Also das ist einmal sehr positiv zu bewerten, dass man diplomatische Bemühungen auf höchster Ebene einmal fortsetzt. Natürlich unser Bundeskanzler hat auch beide Präsidenten getroffen, aber Guterres ist natürlich ein anderes Gewicht. Vermitteln ist sehr gut, aber man muss natürlich dann auch vielleicht eine Shuttle-Diplomatie machen, dass man Vorschläge hin und her trägt. Es hat die Istanbul-Initiative gegeben, die war vielversprechend, ist auf dem Schlachtfeld wieder verloren gegangen. Aber es gibt Lösungsmöglichkeiten und der Vorschlag für einen Nicht-NATO-Beitritt der Ukraine, also eine Neutralität, ist wahrscheinlich für beide Seiten akzeptabel. Und dann muss man die territorialen Fragen lösen, ob jetzt das wirklich tatsächlich zu einer Abtrennung des Donbass kommt oder vielleicht doch im Sinne des Minsker Abkommens auf eine sehr starke Autonomie kommen wird. Also wenn einmal große Fragen auf den Tisch liegen, kann sozusagen auch das andere verhandelt werden. Das wird natürlich länger dauern, aber es ist sehr wichtig, dass also der UNO-Generalsekretär diese Initiative ergreift. Was ist die Alternative? Die Alternative ist Kampf und Sieg auf dem Schlachtfeld, und diesen Sieg sehe ich nicht für niemanden. Vielleicht auch noch ganz wichtig, Russland, was bekommen denn die Russen von diesem Krieg mit? Immer wieder hört man ja, dass die Russen sagen oder auch viele Menschen sagen, Russland hat keinen Krieg gestartet, führt keinen Krieg gegen die Ukraine. Was denken Sie, was könnten die Gründe dafür sein? Naja, das ist also Regierungspropaganda, und demnach, also Putin, also die Ukraine nicht als Staat sieht, kann auch keinen Krieg gegen die Ukraine führen, weil einen Krieg führt man eigentlich gegen einen Staat. Also deswegen diese Propaganda, dass das eine Spezialoperation sein wird. Aber ich würde mal sagen, die russischen Menschen sind sicher nicht dumm. Und die sind also Propaganda gewöhnt, schon die zurückgeht zum Sowjetreich. Sie werden natürlich sich auch entsprechend verhalten müssen, weil es ein System der Furcht in Russland gibt, gerade in Kriegszeiten. Aber sie bekommen mit, und es gibt Social Media und es gibt Informationen. Und wenn man mit russischen Wissenschaftlern redet, wie ich das auch noch tue, dann weiß ich, dass die Informationen haben. Sie haben es vorhin auch angesprochen, eine friedliche Lösung scheint in weiter Ferne fast ausgeschlossen zu sein. Was denken Sie, was könnte das Worst-Szenario sein? Also es gibt zwei Worst-Case-Szenarien. Das eine, Putin gewinnt den Krieg und besetzt die Ukraine oder einen Großteil der Ukraine. Das ist ganz schlecht für die Ukraine. Das ist ein ganz schlechtes Szenario. Das zweite Szenario, Putin verliert den Krieg militärisch mit Hilfe der NATO. Und dann, Putin ist nicht der Mensch, der Kleingeld beigibt und abzieht. Und dann greift er wirklich also zu den gefährlichsten Waffen. Und das ist jetzt wirklich dramatisch geworden. Dann bedanke ich mich für Ihre Expertise und auch für Ihre Zeit. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Und wir machen jetzt gleich weiter.